Wartburg Radio 96,5. Angemacht, mitgemacht. Euer Sender für die Wartburg-Region. Welche Stadt wird künftig Kreisstadt des Wartburgkreises, Eisenach oder Bad Salzungen? Diese und andere Fragen wurden mit vielen beteiligten Bürgern am Mittwoch zum Stadtgespräch diskutiert. Die Thüringer Allgemeine hatte zum Podiumsgespräch geladen. Von 11 bis 12 Uhr war der Markt gut gefüllt mit interessierten Bürgern und mit politischen Akteuren. Es diskutierten Oberbürgermeisterin Katja Wolf, Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl und Landrat Reinhard Krebs. Moderiert wurde die Veranstaltung unter anderem von Birgit Schellbach, Leiterin der Lokalredaktion Eisenach von der Thüringer Allgemeinen. Sie hören nun einen Auszug aus dem Podiumsgespräch vom Mittwoch, dem 14. Juni. Das Gespräch beginnt mit einem Statement von Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl zum aktuellen Status der Kreisstadt Bad Salzungen und wie es zu diesem Status gekommen ist. Verantwortlich für die folgende Sendung ist Franziska Klemm. Letztlich, um es auf den Punkt zu bringen, weil die Argumente dafür sprechen, in über 60 Landkreisen in Deutschland ist eine kleinere Stadt Kreisstadt. Und das ist natürlich, ich will nur sagen, ja. Ja, also ich denke, wir sollten doch die Argumente fair austauschen, mit Anstand und Respekt. Und es ist so, dass in Deutschland sehr oft entschieden wird für eine kleinere Stadt als Kreisstadt, um einen Ausgleich zu finden, dass die Regionen sich auch gleichmäßig gut und ordentlich entwickeln können. Das ist eine der maßgeblichen Gründe. Hinzu kommt, dass in Salzungen ein neues Landratsamt steht, für knapp 20 Millionen Euro gebaut. Ja, da war... Kann man erstmal nicht wegdiskutieren. Und das sind die Argumente, die auch die linke Landesregierung links, also Rot-Rot-Grün, dazu bewegt haben, uns aufzunehmen als Kreisstadt, obwohl wir keine Lobby haben. Wir haben keinen Minister, ich bin Freie Wähler. Und letztlich möchte ich sagen, dass wir Salzunger auch parteiübergreifend denken. Hier neben mir steht der Erhard Zuhr, er ist erster Beigeordneter ehrenamtlich von der CDU, links daneben der Werner Hellmann von den Freien Wählern. Also wir sind auch parteiübergreifend uns sehr einig und deshalb klappt das auch einigermaßen gut bei uns. Frau Wolf, ist es so, dass Sie vielleicht zu wenig Klinken geputzt haben? Nein, das haben wir nicht. Ich will auch auf die Argumente eingehen, die Herr Bohl genannt hat. Herr Bohl hat ja zwei Argumente hier angebracht, die aus meiner Sicht die schwerwiegenden sind. Das eine ist, dass die Frage der Kreisstadt eine ausgleichende Funktion haben soll, dass nämlich die schwächeren Städte sozusagen ein Stückchen auch auf der Gewinnerseite stehen. Das mag man so sehen, dann muss man das Prinzip aber durchhalten und dann muss man dieses Kriterium für alle in Thüringen gelten lassen und dann hätte man sich nicht für Altenburg entscheiden dürfen, sondern hätte Schleiz nehmen müssen. Dann hätte man sich nicht für Gotha entscheiden dürfen, sondern hätte Arnstadt nehmen müssen. Das heißt, wenn ich Kriterien festlege, dann ist klar, dass ich Kriterien habe, die ich durchhalten muss. Alles, was ich an Kriterien als Überschrift wähle und sie dann nicht durchhalte, ist aus meiner Sicht politische Willkür, die ich an dieser Stelle nicht akzeptieren kann. Und da ganz offensichtlich das Thema Gotha gesetzt ist und auch in anderen Regionen die größeren Städte gewählt sind, ist für mich an der Stelle klar, dass das Prinzip einfach auch nach einem Gleichbehandlungsgrundsatz genauso für Eisenach zu gelten hat. Und wenn Herr Bohl das Landratsamt, und das weiß er ja eigentlich auch, erlauben Sie mir, dass ich an der Stelle auch sage, das klingt ein Stückchen für den Bürger auf den ersten Blick logisch nach dem Motto, dann steht dann plötzlich eine 20-Millionen-Investition leer. Nein, mitnichten. Genauso wie in Arnstadt und auch in Ilmenau das Landratsamt zukünftig nicht leer stehen wird, weil die Aufgaben bleiben, weil natürlich das Personal weiter die Aufgaben zu erledigen hat. Wenn man zwei Verwaltungen zusammenschmeißt, ich mache es am Beispiel der Bauordnung fest, wenn ich Baugenehmigungen erteilen muss, dann habe ich doch zukünftig, wenn ich zwei Verwaltungen zusammenschmeiße, nicht plötzlich die Hälfte der Baugenehmigung, sondern das Doppelte. Und brauche natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz genauso. Ich brauche vielleicht einen Amtsleiter weniger, weil ein Amtsleiter dann zukünftig nicht mehr 20 Mitarbeiter hat in seinem Bereich, sondern 40. Aber ich brauche die Mitarbeiter, weil die Fälle gleich bleiben. Und dasselbe gilt
im Sozialamt, dasselbe gilt im Jugendamt, dasselbe gilt in allen anderen Bereichen der Verwaltung. Selbst im Umweltamt sind doch die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen immer noch genauso anstehend. Worauf will ich hinaus? Die Mitarbeiteranzahl wird sich nicht wirklich drastisch verringern und damit wird sich die Notwendigkeit von Büros nicht drastisch verringern. Und damit, das Gesundheitsamt macht's vor und wir haben doch in Eisenach auch, also von daher ist das Argument ja auch ein Stückchen falsch, wir haben in Eisenach auch schon eine Kreisverwaltung, nämlich die Kreisverwaltung der kreisfreien Stadt Eisenach. Wir erfüllen alle Aufgaben, die der Landkreis erfüllt, auch schon in Eisenach und wir haben dazu noch Verwaltung jetzt schon aus dem Wartburgkreis, die hier ihre Tätigkeit macht. Das ist das Gesundheitsamt, das ist die Verkehrsbehörde. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Landratsamt in Bad Salzung wird weiter stehen bleiben. Da werden weiterhin Mitarbeiter sitzen und das ist völlig, völlig. Und da muss man nur in die Republik gucken und dahin gucken, wo schon Gebietsreformen gemacht wurden. Die Verwaltung bleibt und die Verwaltung wird weiterhin ihre Aufgaben zu tun haben. Und natürlich will keiner Bad Salzung also, das Landratsamt okay. leerziehen also und es wird ihn auch ja, keiner wegnehmen. Okay. Frau Wolf, also klar, Sie streiten für Eisenach als Kreisstadt. Herr Bohl streitet für Bad Salzung als Kreisstadt. Ich wollte nur sagen, dass das Argument an der Stelle nicht ganz redlich ist. Es muss ja irgendwie einen Schiedsrichter vielleicht geben. Herr Landrat, könnten Sie sich das vorstellen, dass Sie der Schiedsrichter sind? Und was sagen Sie zu diesem Argument mit dem Landratsamt? Also, als erstes heiße ich erstmal Bürgermeister aus dem Wartburgkreis willkommen und Gemeinde und Stadträte, die hier auch sehr interessiert zuhören, was wir hier machen, finde ich gut, denn die Region muss zusammenstehen und wenn es mit einem gemeinsamen Wartburgkreis was werden sollte, freue ich mich, dass ich zwei so starke Motoren links und rechts von mir stehen habe, dann wird das auch gut gelingen. Ich erinnere aber daran, dass Sie beide dann gemeinsam mit allen Gemeinden, die zum Wartburgkreis dazugehören, für die Region sich einsetzen müssen. Dann stehen nicht nur allein die städtischen Interessen, egal ob Bad Salzung oder Eisenach, im Mittelpunkt. Die Frage der Kreisstadt ist zum heutigen Tage nicht so ganz spruchreif, denn wir sind bei Null in Sachen Gebietsreform. Stimmen sagen, es wird in den nächsten 2 Jahren sowieso nichts. Dann ist alles beim Alten. Also ich bin da so ein bisschen verhalten, weil das, was ich jetzt sage, kann schon morgen oder schon heute Nachmittag ganz anders sein. Aber die Frage nach der Kreisstadt, sage ich an dieser Stelle, haben beide Herr Bürgermeister, aus ihrer jeweiligen Sicht recht. Und dass natürlich hier in Eisenach Herr Bohl ausgebuht wird und Frau Wolf beklatscht wird, wäre in Bad Salzung umgedreht. So ist die Situation. So, ich habe aber als Landrat, der so ein bisschen das mit Distanz sieht und natürlich ein Interesse daran hat, dass die Region zusammenwächst, noch einen anderen Vorschlag. Im Moment ist in der Landesplanung die Stadt Bad Salzung ein sogenanntes Mittelzentrum und die Stadt Eisenach ein Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums. Frau Oberbürgermeisterin, ich würde Sie persönlich auf jeden Fall unterstützen bei einem Antrag auf Oberzentrum der Stadt Eisenach. Denn die Oberzentren, im Moment haben wir in Thüringen Erfurt, Jena und Gera. Und gerade Gera ist ja im Moment ständig im Vergleich mit Eisenach. Warum sollen die kreisfrei bleiben und die Stadt Eisenach nicht? Aber wenn Eisenach Oberzentrum werden würde, hätte sie eine Ankerfunktion für Thüringen. Und ich denke, das steht dieser wunderbaren Stadt auch zu. Ringsum sind lauter Mittelzentren. Mühlhausen hat den Status Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums. Ansonsten alles Mittelzentren, auch in Hessen. Und ich sage mal, Eisenach ist für Thüringen das Einfallstor von Frankfurt her. Eisenach hat eine Funktion in der Wirtschaft, ist wirtschaftlich die stärkste Stadt in Thüringen. Wir haben hier ein kulturelles Zentrum mit dem Landestheater, mit der Wartburg, Lutherhaus, Bachhaus, brauche ich Ihnen nicht alles zu erzählen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke, allein mit dem ICE halt als einzigen neben Erfurt in Thüringen hat Eisenach eine besondere Stellung. Und wir sollten Eisenach zum Oberzentrum machen. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, weil Ministerpräsident Ramelow den Vorschlag für Suhl gemacht hat. Suhl wird ja auch keine Kreisstadt werden, wird die Kreisfreiheit verlieren, genauso wie Eisenach. Und Suhl soll laut Ramelow Oberzentrum werden. Das steht Eisenach, denke ich mal, auf jeden Fall auch zu, wenn nicht noch mehr. Denn Eisenach erfüllt eine Funktion für Westthüringen. Und ich hoffe mir,
davon, dass dort ein Impuls ausgeht, nicht nur für die Region, sondern weit darüber hinaus. Eisenach hat nicht nur eine Funktion im Rahmen eines Landkreises, sondern weit darüber hinaus. Ich werbe dafür und ich möchte, dass diese schöne Stadt Eisenach in keinster Weise nach hinten fällt. Und das wünsche ich mir für Bad Salzungen genauso als eine künftige Kreisstadt. So können sie beide sich begegnen. Also das und ist Ihr Kompromiss, das ist mein Herr Kompromiss. Krebs, Oberzentrum Eisenach, Kreisstadt Bad Salzungen. Gut. Frau Wolf, ich will noch eine Frage stellen, die auch viele Bürgermeister, wenn wir unterwegs sind als Reporter in den Regionen, immer wieder beschäftigt. Das ist Ihre Wunschliste zur Eingemeindung. Das Thema der Stärkung der Stadt, Herr Krebs hat es jetzt angesprochen, immer wieder begegnen wir der Situation, dass die Leute sagen, ja, wer steht auf der Wunschliste? Sind wir noch drauf? Ist die aktuell? Wer redet mal mit uns, ob wir überhaupt Interesse haben oder was unsere Interessen sind gegenüber der Stadt? Vielleicht nutzen Sie heute mal die Gelegenheit, um da was dazu zu sagen. Ist das noch aktuell? Wollen Sie noch eingemeinden? Wen wollen Sie eingemeinden? Und wie gehen Sie mit den Leuten um? Also, ich will noch einen Satz zur Vorrede von Herrn Krebs sagen. Wir haben den Antrag schon längst gestellt, auch sowohl beim Ministerpräsidenten, beim Landesverwaltungsamt, beim zuständigen Ministerium für Infrastruktur. Ich will es nur entsprechend hier auch schon mal sagen, bedanke mich für die Unterstützung. An dieser Stelle waren wir natürlich schon aktiv, zumal Eisenach. Das ist für die meisten, ist das jetzt kein Thema, womit sie sofort was anfangen können. Was bedeutet Oberzentrum? Das heißt einfach, dass eine Stadt Funktionen erfüllt für das Umland, die genau festgeschrieben sind, zum Beispiel eben ein Hochschulstandort, eine überzentrale Anbindung an Infrastruktur, Autobahnen, ICE halt und unter anderem auch solche Sachen wie eine überzentrale Funktion im Bereich der Sporteinrichtung und sowas. Also wo es einfach zukünftig eine Perspektive gibt, eine höhere Förderung gegebenenfalls auch von Seiten des Landes zu kriegen. Zur Frage Wunschliste. Das ist jetzt eine Frage, die natürlich wieder komplett in den Sternen steht. Die komplett in den Sternen steht, weil das Vorschaltgesetz, auf dessen Basis die Diskussionen zur Eingemeindung und Gemeindeneugliederung standen, in der letzten Woche eben für verfassungswidrig erklärt worden oder für verfassungswidrig zustande gekommen erklärt worden. Deswegen ist die Basis an der Stelle im Moment noch mehr im Nebel, als sie schon in der Frage von Zusammenschlüssen von Kreisen im Nebel ist. Ich will ausdrücklich sagen, kein Bürgermeister in der Region kann sich beschweren, dass es nicht ein Gesprächsangebot der Oberbürgermeisterin gegeben hätte. Ich habe mehrfach mich schriftlich und mündlich an alle Kommunen im Umkreis gewandt mit einem ausdrücklichen Gesprächsangebot, mit einem ausdrücklichen Angebot, nicht nur mit den Bürgermeistern zu sprechen, sondern auch mit den Gemeinderäten zu sprechen und habe mehrfach auch dazu ins Rathaus eingeladen. Dass die Resonanz dazu verhalten ist, kann man so oder so sehen. Bisher gab es kein offizielles Gespräch in dieser Frage und bisher gab es auch noch keine, was ich bedauere, weil ich finde, zumindest Argumente sollte man austauschen können. Und bisher gab es auch noch keine Einladung von Gemeinderäten oder in Gemeinderäten. Auch das bedauere ich, weil ich glaube, dass man durchaus auch unterschiedliche Positionen miteinander austauschen kann. Da bricht uns doch kein Zacken aus der Krone, wenn wir am Ende des Abends feststellen, na gut, es wird keine freiwillige Eingemeindungsanträge sozusagen nach Eisenach geben, aber das Angebot auszuschlagen, miteinander zu reden, finde ich persönlich dann trotzdem unglücklich. Ich will die Frage beantworten, wer steht drauf, wer steht nicht drauf? Es gibt keine Wunschliste, wo oben drüber steht, diese Kommunen möchte Eisenach eingemeinden, sondern es gibt eine Aufforderung, es ist ausdrücklich eine Aufforderung des Innenministeriums und des Landesverwaltungsamtes gewesen an die Stadt Eisenach, im Verfahren der Gemeindeneugliederung, in dem wir uns ja bis letzte Woche befunden haben, das Gesetz hat ja gegolten bis zur letzten Woche, dass wir in diesem Verfahren gefragt wurden, an welchen Stellen wir persönlich, wenn es Anträge von Kommunen um uns rum gibt, sich neu zu gliedern, an welchen Stellen wir Bauchschmerzen als Stadt Eisenach hätten, weil wir an der Stelle ein Problem in der Verfasstheit sozusagen der Region sehen. Oder anders ausgedrückt, ich mach's mal plastisch, ist Herr Mönke, ich grüße Sie herzlich, freue mich, dass der Bürgermeister aus Krauthausen da ist und weiß, Sie sind tapfer, deswegen nehme ich Sie als Beispiel. Wenn Krauthausen sich jetzt mit den Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft zusammenschließt und eine neue Gemeinde bildet, dann ist das
und das wissen Sie auch, natürlich ein Abwehrzusammenschluss gegen Eisenach. Und wir wurden im Gesetzgebungsverfahren gefragt, an welchen Stellen seht ihr die Gefahr von Abwehrzusammenschlüssen? Weil Abwehrzusammenschlüsse für die Entwicklung einer Region natürlich grundsätzlich falsch sind. Und wir haben doch die Analyse auch genau gemacht. Wir haben genau geguckt, wie viele Kinder sind in den Kindertagesstätten, wie viele Kinder sind in den Eisenacher Schulen, wie sind die Pendlerbewegungen zu den Arbeitsplätzen, wie sind die... Frau Wolf, kommen Sie mal zum Punkt. Weil es stand auch Rula auf der Liste, es stand auch Seebach auf der Liste. Marc Suhl stand auf der Liste, oder? Ich komme zum Punkt. Okay. Dass Eisenach an dieser Stelle ein Interesse hat, ich saß jetzt ganz platt und so, dass es jeder versteht, dass der Speckgürtel, der nur deshalb da ist, weil es die Stadt Eisenach gibt, dass dieser Speckgürtel perspektivisch auch... Ich wusste es. Ich wusste, dass Herr Ziegler an dieser Stelle aus Rula dazwischen ruft und Rula mag an der Stelle ein Stückchen eine Ausnahme sein. Aber dass die Gewerbegebiete, die den Namen Eisenach in sich tragen, oder dass die Orte, deren Firmen sich ausdrücklich Eisenach nennen, dass die perspektivisch auch zur Stadt gehören müssen. Und wir müssen doch nur mal über den Tellerrand hinweg gucken. In Zwickau käme niemand auf die Idee, dass das VW-Werk, was sich relativ weit außerhalb der Stadt befindet, nämlich knapp 10 Kilometer, das wäre locker Kreuzburg. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich Kreuzburg jetzt als Beispiel nehme. Das weiß ich. Und Sie haben auch Ihre Gründe, warum Sie nicht nach Eisenach wollen. Aber wir müssen doch die Chance haben, unsere Interessen wenigstens dem Land gegenüber zu artikulieren. Und das haben wir gemacht. Gut. Wir würden gern freigeben, die Runde für die Bürgerfragen. Herr Fischer übernimmt das wieder. Genau. Also ich mache jetzt Assistenten, bitteschön. Weber, Beate, meine erste lapidare Frage ist eigentlich, eine Kreisstadt sollte doch den Landkreis repräsentieren. Und wenn ich von Bad Salzung als Landkreis des Wartburgkreises spreche, dann sagt jeder, Bad Salzung habe ich noch nie gehört. Durch Bad Salzung Langensalza bin ich schon öfter gefahren. Aber von Bad Salzung ist nie die Rede. Und auch die Argumente, die Herr Bohl genannt hat, die sprechen doch eindeutig dafür, dass eine größere Stadt mit viel mehr Potenzial Kreisstadt werden müsste. Und meine Nachfrage wäre, Herr Bohl, was haben Sie als Kreisstadt erreicht? Welche Industrieansiedlung gab es denn wirklich, weil Sie Kreisstadt sind? Also wir machen jetzt mal geteilte Antwort. Bad Salzung, denke ich mal, ist in der Region genauso bekannt wie Bad Langensalza. Das sagen andere Leute umgedreht. Ich lade alle Interessenten für den nächsten Sonntag zum Gesundheitstag der Wartburg-Region in den Kreistagssaal nach Bad Salzung ein. Das veranstalten wir für die Stadt Eisenach und für den Wartburg-Kreis zusammen, weil uns ja eben, klang schon durch, das Gesundheitsamt untersteht und wir die Aufgabe für die schöne Stadt Eisenach mit übernehmen. Kommen Sie am Sonntag zu uns, überzeugen Sie sich von dem schönen, modernen Landratsamt und dann kommen wir auch ins Gespräch. So, Herr Bohl wird die zweite Hälfte übernehmen. Ja, wenn man sich fragt, warum Eisenach so bekannt ist, dann liegt es doch nicht an der Kreisstadt, sondern an der Wartburg, an Opel, an Luther und an ganz vielen anderen, was die Stadt zu bieten hat. Und deshalb ist das Argument, was Sie genannt haben, glaube ich, nicht das Richtige, weil entscheidend ist, was eine Stadt darüber hinaus zu bieten hat. Und damit kann Eisenach unglaublich viel punkten. Und deshalb nochmal, Eisenach hat es eigentlich gar nicht nötig, Kreisstadt zu werden. Und können Sie gerne. Ne? Es herrscht Meinungsfreiheit. Ja. Also, dass wir doch fair und ordentlich miteinander umgehen. Im Übrigen gehen wir sehr fair und ordentlich mit unseren Umlandgemeinden um. Wir haben die Chance, auf freiwilligem Weg auf über 30.000 Einwohner anzuwachsen. Wir haben auch starke Gemeinden in unserer Umgebung. Es liegt überall ein Vertragsentwurf vor. Wir haben mehrere Hauptausschusssitzungen gehabt und es ist der eindeutige Wille zu spüren, zusammenzugehen. Also so kann es auch gehen. Ne? Nur mal ein anderer Weg. So, ich stehe jetzt hier bei dem
vorhin angesprochenen Bürgermeister. Übrigens, mit dem Satz kriegen Sie immer gute Reaktionen, wenn Sie sagen, Eisenach braucht es doch gar nicht. Das müssen Sie nur oft genug wiederholen. Okay, aber jetzt gehört Ihnen das Wort. Ich bedanke mich erstmal. Darf natürlich auch die Anwesenden hier alle recht herzlich begrüßen, was ich ein bisschen traurig finde, dass gerade bei so einem wichtigen Thema doch recht wenig Bürger hier Interesse zeigen. Aber das nur nebenbei bemerkt. Frau Wolf, ich will nochmal auf Ihre Worte zurückkommen. Im Großen und Ganzen halten Sie immer vor, dass das Umfeld, also dieser sogenannte Speckgürtel, sich so gut entwickeln konnte, weil die Stadt Eisenach in der Nähe liegt. Ich möchte daran erinnern, sicherlich sind Sie heute die Leidtragende. Die Fehlentscheidungen sind auch aus meiner Sicht vor Jahrzehnten getroffen worden. Aber wie konnte sich denn das Umfeld so gut entwickeln? Sicherlich nicht, weil Eisenach da ständig nachgeholfen hat. Sicherlich mit dem Namen, das möchte ich nicht von der Hand weisen. Aber die Entwicklung in den Firmen, die hier vor Ort sitzen und nicht an die Steuern nach Eisenach zahlen, sind entwickelt und angesiedelt worden, weil sich die Gemeinden dafür ins Zeug gelegt haben. Und das nicht wenig. Ja? Und ich möchte auch behaupten, wäre es Gemeindegebiet oder Stadtgebiet gewesen, wäre definitiv auch nicht solche Ansiedlung in solcher Größenordnung erfolgt. Da bin ich mir völlig sicher. Ja? Ich glaube, an Frau Wolf geht das. Ich will diese Leistungen, die gerade in den Wendejahren gebracht wurde, doch überhaupt nicht kleinreden. Ich weiß, dass es hoch engagierte Bürgermeister, damals zum Teil sogar noch ehrenamtlicher Bürgermeister war, dass es hoch engagierte Gemeinderäte waren, die eine ganze Reihe von Gesprächen geführt haben, das ist überhaupt unbenommen. Aber wir wissen auch alle miteinander, dass sich eine Firma, und das ist keine Eisenacher Spezifik, dass sich eine Firma wie BMW nicht in Krauthausen angesiedelt hätte, wenn nicht die Mitarbeiter ein breites Angebot an verschiedenen Schulen gehabt hätten, nicht zwischen einer evangelischen Grundschule und einer ganzen Reihe von staatlichen Grundschulen entscheiden konnte. Eine Stadt im Hintergrund hatte, die ein Theater hat, ein Schwimmbad vorhält. Ansonsten siedelt das. Wir wissen doch, dass die Frage der Ansiedlung von Firmen maßgeblich von der Infrastruktur abhängt. Und das ist nun mal eine, die am Ende mit dem Namen Eisenach verbunden ist. Dass die Lebensleistung, die dahinter steckt, im Besonderen von vielen, vielen Engagierten, die dazu beigetragen haben, sowohl in der Stadtverwaltung als auch in den Umlandgemeinden, das will ich überhaupt nicht wegreden, erkenne ich an und ziehe davor auch meinen Hut. Ja, also ich habe hier noch den nächsten Bürger und Bürgermeister. Stellen Sie sich kurz vor, bitte, für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Ja, also mein Name ist Bernhard Bischof. Ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Hürselberg-Hainich. Und auch die Gemeinde Hürselberg-Hainich steht ja mit auf der Kandidatenliste, die Eisenach gerne haben möchte. Und Frau Wolf hat es eben nochmal deutlich gemacht. Ich möchte gerne haben, wo Eisenach draufsteht, sollte auch Eisenach drinnen sein. Also ich fand es bisher sehr gut und eine sehr gute Umlage. Eisenach ist für uns ein wichtiger Partner. Aber ich finde es vollkommen falsch, jetzt dahin zu gehen. Also wir gucken mal, wo Eisenach draufsteht. Eisenach Ost, Golfclub Eisenach, Eisenach Kindl. Und dann gucken wir mal auf die Einnahmeseite. Ja, und darum geht es ja letztendlich. Es geht um Geld. Ja, und das möchten wir gerne haben. Dass da eine ganze Menge mehr dran hängt. 142 Quadratkilometer Fläche, wo Menschen wohnen, die sehr fleißig, das haben Sie ja eben nochmal gesagt, die Lebensleistung der Menschen auch mitbeachtet werden muss, dass dort 65 Vereine leben, dass dort 10 freiwillige Feuerwehren unterwegs sind und eine gute Arbeit leisten. Das muss man bitte schön auch sehen. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir Eisenach uns weiterhin als guten Partner erschließen, dass wir miteinander diese Region weiterentwickeln und zwar in einer doch bisher auch gut entwickelten Stadt-Umland-Beziehung und diesen Weg weitergehen und die Selbstständigkeit der Kommunen weitestgehend auch erhalten. Das wäre unser Wunsch und ich glaube, das ist auch der beste Weg, um das Ziel dieser Gebietsreform zu erreichen, nämlich das Gemeinwohl zu stabilisieren. Okay. Ich will dazu trotzdem zwei Sätze sagen, weil die Formulierung, die Herr Bischof gewählt hat, bei allem Respekt eine rhetorische Intention in sich trägt, die ich so nicht stehen lassen kann. In dem Moment, wo Sie darauf hinweisen, wie aktiv Ihre freiwilligen Feuerwehren sind, wie aktiv Ihre Vereine sind, das bleibt so, egal welcher Ortsname am Ende auf dem Schild steht. Es ist nicht so, dass Vereine untergehen, dass freiwillige Feuerwehren untergehen, dass es keine Unterstützung mehr gibt.
wenn gegebenenfalls eine Eingemeindung nach Eisenach passiert. Das ist unredlich, das ist Panikmache und das ist aus meiner Sicht an der Stelle einfach auch nicht fair. Dass wir eng miteinander zusammenarbeiten, dass unter anderem unsere Eisenacher Berufsfeuerwehr dafür die Verantwortung trägt, das Gewerbegebiet Kindl entsprechend abzusichern und das Gewerbegebiet ansonsten gar nicht funktionieren würde, das sind Geschichten, die genauso erzählt gehören. Und ich will auch, und das will ich ausdrücklich sagen, bei allem Respekt für das Engagement in den Umlandgemeinden, im Besonderen in den ehrenamtlichen Vereinen, das gibt es in Eisenach auch. Das Engagement in Eisenach ist mindestens genauso groß. Es gibt hier mindestens genauso viele Engagierte und ich kann nicht das eine gegen das andere aufwiegen. Ja. Sie zuerst. Kurz bitte und eine Frage, wenn es geht. Darf ich das Mikrofon selber halten? Nee, das möchte ich nicht aus der Hand geben. Warum möchten Sie es denn nicht aus der Hand geben? Eigentlich. Damit Sie es mir jederzeit wegnehmen können, oder warum? Darf ich bitte? Nein, das ist eine alte Reporterregel. Das ist eine Reporterregel, gut. Mein Name ist Birgit Hornung, ich bin gebürtige Eisenacherin und lebe noch immer in der Stadt. Ich habe eine Frage mindestens. Ich möchte mich kurz bedanken, dass die Thüringer Allgemeine so ein Stückchen, wie man das immer so liest, gelebte Demokratie macht. Ich möchte allerdings bemängeln, dass die Amtsträger gut im Schatten stehen. Ich habe mich da auch hingeschummelt aus gesundheitlichen Gründen und ich denke, ein paar Sonnenschirme für die Gäste wären auch möglich gewesen, damit es leichter ist, dazu zu hören. Dann wären vielleicht auch mehr gekommen. Das Zweite ist, es ist natürlich schwierig, Sie merken, wir merken das an der Fragestellung, es geht um Gemeindezusammenschlüsse und es geht um Kreisstadt und es geht um rechtliche Dinge, die in der Schwebe sind. Eine Stunde ist dafür sehr wenig Zeit und ich möchte deshalb zurückkommen zum Thema Kreisstadt, was ja auch Thema der heutigen Veranstaltung war. Ich gebe zu, ich bin gefühlsmäßig da relativ involviert, weil ich als Eisenacherin sehr wohl unter der Fehlentscheidung, die sogar von Bürgermeistern so benannt wird, gelitten habe mit den Eisenachern zusammen, dass unsere Brücken nicht saniert werden können, dass am Theater gesägt wird, dass die Stadt belächelt und beschimpft wird als arme so und so weiter, eine Stadt, deren Namen man am liebsten nicht mehr sagen würde. Das ist übrigens das Zitat einer Abgeordneten aus dem Wartburgkreis. Ich selbst habe darunter sehr gelitten und habe es bedauert, dass meine schöne und geliebte Stadt, Sie betonen immer, Herr Landrat Krebs, dass wir eine schöne Stadt haben. Ich habe darunter sehr gelitten. Und ich frage in die Runde, wenn wir denn das heute nach 20 Jahren als Fehlentscheidung offen auf dem Marktplatz von Eisenach aussprechen, was uns und besonders die Herren hier vorne daran hindert, diese Fehlentscheidung endlich zu korrigieren, dass Eisenach diese Vision einer Kreisstadt auch wieder erfüllen kann. Ich frage mich, was Sie daran hindert. Und Herr Bohl, würden Sie mit dem Mikrofon mal ein bisschen rumgehen, dass ich auch mal da hingucken kann? Dankeschön. Ist das auch eine Reporterregel? Dankeschön. Wir können es auch ein bisschen im Kreis drehen, wenn Sie mögen. Können wir auch machen. Man guckt ja immer dahin, wo man hinspricht. Herr Bohl, also nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Aber bitte kurz jetzt, weil ja, andere Leute wollen ja auch noch reden. Ja, aber ich sehe schon, dass mir die Gäste hier sehr gut zuhören, Herr Bohl. Sie haben es hier nicht mit unmündigen Bürgern zu tun. Und bitte kommen Sie doch nicht so, Eisenach hat es nicht nötig, Kreisstadt zu werden. Das ist ja fast unter der Gürtellinie. Also bitte reden Sie doch mit uns auf Augenhöhe. Und das, was in Ihrem, bisschen näher. Und das, was in Ihrem, kürzlich war doch in der Zeitung diese vielen Punkte, wo die Oberbürgermeisterin und der Herr Bürgermeister da. Machen Sie bitte, kommen Sie zum Ende. Dann geben Sie es mir noch. Das ist Ihr Applaus. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Also das ist, also haben Sie hier eine politische Ambition oder was? Nee, es sind noch andere Menschen hier, die möchten auch reden. Darf ich noch weiterreden einen Moment? Ja. Wissen Sie, was Sie in den vielen Punkten da geschildert haben, das sind eigentlich nur finanzielle Punkte. Zu dem Thema Landratsamt und 20, wie viel Millionen oder Milliarden Investitionen wurde ja schon
einiges widerlegt. Also das steht bestimmt nicht leer. Da kann man wirklich lachen, dass Sie das immer noch öffentlich sagen. Das sind eigentlich nur Gründe dafür, warum es der Stadt Bad Salzungen eventuell finanziell dann besser geht. Wobei es ja auch die Überlegung gibt, ob sie nicht mit der Abfindung für die Aufgabe der Kreisstadt letztlich besser dastünden als Stadt, was die Finanzen betrifft. Und ich denke, wir sollten uns ein Level höher bewegen und endlich auch nach 20 Jahren wieder fragen dürfen, was soll eine Kreisstadt sein? Das war keine Frage, das war meine Feststellung. Und jetzt sage ich noch was, da tue ich mir selber ein bisschen weh. Ich sage es aber trotzdem, die Frau Schellbach sagte eben, weshalb der Wartburg-Kreis so eine gute Lobby in Erfurt hat. Weshalb Bad Salzungen letztlich in allen Vorschlägen als Kreisstadt benannt wird. Ich denke, es liegt daran, dass es mindestens eine Abgeordnete gibt, die aus dem Kreis Bad Salzungen, aus dem früheren Kreis Bad Salzungen kommt und in einer Landtagsfraktion arbeitet und auch in Erfurt arbeitet. Und leider, und das sage ich jetzt und beschmutze fast mein eigenes Nest dabei, ich sage es aber trotzdem, und leider ist das eine Linke. Auch die Linke vertritt den Standpunkt, die Fraktion der Linken im Wartburg-Kreis, sorry, dass ich das nicht verwechsle, fragt leider auch nicht, was wäre denn jetzt gerecht und wie kam es denn eigentlich zu der Regelung vor 20 Jahren? Da war es nämlich Bad Salzungen, die gefordert hat, Kreisstadt zu werden und Eisenach sollte kreisfrei werden, ganz unabhängig noch davon, dass es dann auch einen Oberbürgermeister gab, der leider heute hier nicht anwesend ist. Auch das sollte man, denke ich, heute mal endlich aussprechen dürfen und zur Diskussion stellen. Super, vielen Dank. Ja, möchte da sich jemand in diese Diskussion von Ihnen einmischen? Naja, wir sind ja angesprochen. Wir sind im Dialog. Wir sind ja angesprochen worden und wir möchten schon auch antworten. Also, in Salzungen wäre es genauso. Ne? Die Salzungen lieben auch ihre Stadt. Und ich habe volles Verständnis auch für ihre Argumentation, wenn wir hier in Salzungen stehen würden. Wäre es genau andersrum. Ja? Jeder kämpft für seine Stadt und ich hoffe auch immer mit Argumenten. Und vielleicht zu dem Einfluss in Erfurt. Es gibt auch eine Landtagsabgeordnete der Linkspartei, Frau Engel, hier von Eisenach. Und insofern, das Argument ist ausgeglichen. Hier auch die Frau Engel kämpft für Eisenach, genauso wie Frau Müller. Und deshalb müssen hier die Argumente einfach ziehen. Und da ist das Finanzielle nur eins von mehreren Argumenten. Aber das Finanzielle ist ja nicht ganz unwichtig. Denn Sie stehen schon von vornherein fest, die Eisenacherinnen und Eisenacher, dass Sie die Gewinner sind. Egal, ob Sie Kreisstadt werden oder nicht. Wissen Sie auch warum? Doch, wissen Sie, warum vieles nicht gemacht werden konnte in Eisenach? Weil einfach nicht das Geld dazu da war. Ja? Und der Eisenacher Stadtrat hat sich für die Aufgabe der Freiwilligkeit entschlossen, weil eben 6 Millionen Euro laut Beschluss des Stadtrates damit Eisenach mehr zur Verfügung stehen. Pro Jahr. Und nicht wie die einmalige Abfindung 6 Millionen Euro pro Jahr. So ist der Beschluss. Und damit kann man viel machen. Ich habe Sie ausreden lassen und jetzt lassen Sie mich bitte auch ausreden. Ja, das müssen Sie den Schwalbe-Reporter entscheiden lassen. Also, dass wir uns immer gegenseitig auf Augenhöhe und dass wir uns immer aussprechen lassen. Ne? Lassen Sie mich bitte aussprechen lassen. Ja? So, ja, nur ich werde ja immer unterbrochen. Ich unterbreche Sie ja nicht. Ja? Letztlich, um es auf den Punkt zu bringen, diese 6 Millionen, die Ihnen pro Jahr mehr zur Verfügung stehen, die zahlen auch alle Bürgerinnen und Bürger des Wartburg-Kreises mit. Egal, ob aus Krauthausen, aus Hörselberg-Hainich, aus Rula, aus Salzungen, aus Leimbach, sonst woher. Und das pro Jahr. Na, damit die Eisenach-Stadt wieder auf gesunden Füßen steht, so wie sie es auch verdient hat. Also da stehen Sie schon mal völlig als Gewinner fest, egal ob Sie Kreisstadt werden oder nicht. So, und letzter Punkt.
Eisenach rühmt sich ja zu Recht als Lutherstadt. Und Martin Luther hat gesagt, Wartburgstadt, Martin Lutherstadt, Obelstadt, vielleicht kann mich dann die Frau Wolf noch ergänzen, Hochschulstadt, haben wir noch Bachstadt, ja, und vieles mehr. Ja, letztlich, Martin Luther hat gesagt, wer nehmen will, muss auch geben. Und das ist der Punkt, wo es drauf hinausläuft und wo wir im guten Glauben und zu Recht auch die Kreisstadt fordern. Ja. Frau Wolf, sagen Sie noch mal was zu den 6 Millionen, die Eisenach sparen würde. Eisenach wäre ja auch der größte Kreisumlagezahler. Also der Vorteil des jetzigen Gesetzgebungsverfahrens ist unter anderem, und ich verstehe, dass das nicht jeder die Nacht über unter seinem Nachtkissen hat, ist, dass es eine sehr umfangreiche Analyse zur Finanzsituation und zur Situation in den Kommunen gibt. Das ist das sogenannte Bogomil-Gutachten. Dieses sogenannte Bogomil-Gutachten, Überraschung, Überraschung, ja, hat trotzdem in dem Bereich der Analyse eine völlig richtige Analyse getroffen, indem sie nämlich festgestellt haben, dass Eisenach im Bereich der Finanzwirtschaft, im Bereich der Haushaltswirtschaft ausgesprochen gut aufgestellt ist. Ausgesprochen gut aufgestellt ist. Warum sind wir so arm? Obwohl wir eine mit Abstand die effektivste Verwaltung in Thüringen haben. Im Normalfall hat man pro 10.000 Einwohner ungefähr 130 Mitarbeiter. In Eisenach haben wir 92 Mitarbeiter pro 10.000 Einwohner. Wir haben eine hocheffiziente Kostenstruktur. Das ist da genau nachgewiesen. Das ist keine Wolfsche Erfindung. Und wir haben eine Struktur im Gesamthaushalt in der Frage, wo geben wir Geld aus, die in Thüringen absolut niedrig sozusagen im Bereich der Ausgaben ist. Und da meine ich nicht nur das, was auch an Investitionsstau da ist. Wo kommt unser Eisenacher Problem her? Und da muss ich ein ganz kleines Stück, verzeihen Sie mir, dass das eine Minute länger dauert. Unser Eisenacher Problem ist, dass wir als kreisfreie Stadt sogenannter Sozialhilfeträger sind. Und ein Sozialhilfeträger hat nicht nur am Ende diesen Titel an der Stadtverwaltung sozusagen stehen, sondern hat die Kosten zu tragen. Und wir haben, und da gibt es eine ganz genaue Analyse, wie viele Sozialhilfefälle wir pro Einwohner haben. Und da sind wir thüringweit an der Spitze. Und da sind wir nicht thüringweit an der Spitze, weil wir irgendwie mit dem Geld nicht umgehen könnten, sondern weil in Eisenach, und das ist gut so, eine soziale Infrastruktur da ist. Wir haben ganz, ganz viele Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir haben viele Einrichtungen der Altenhilfe. Wir haben viele, das ist einfach Fakt, viele Menschen, die trotz aller Situation im Bereich des Arbeitsmarktes, die ja eine sehr positive ist, trotzdem einen relativ hohen Zuzug von Menschen, die in Hartz IV leben und wir damit die Kosten der Unterkunft tragen und wir damit thüringweit absolut auf Platz 1 bei den Sozialkosten sind, nicht bei den Kosten pro Betroffenen, sondern bei der Anzahl derer, die auf Hilfe angewiesen sind. Worauf will ich hinaus? Dass wir überdurchschnittlich viele Menschen haben, die auf Hilfe der Stadt angewiesen sind, bedeutet auf der anderen Seite der Medaille, dass der Landkreis unterdurchschnittlich viele hat. Und das ist die Zahl, also die Zahlen kann ich Ihnen nachweisen, liefere ich Ihnen auf dem Silbertablett, fällt mir leicht. Ja, Sie haben ländlichen Raum und ländlicher Raum hat eben keine Einrichtung der Behindertenhilfe, hat keine Werkstätten für Behinderte, hat... Nein, weil die Menschen in dem Moment, wo sie hilfebedürftig werden, in die Städte ziehen. Das ist doch ein Fakt, das kann man doch nicht wegreden. Und das ist doch auch richtig so. In dem Moment, wo ich nicht mehr mobil bin, ziehe ich natürlich in Richtung der Ärzte. In dem Moment, wo ich nicht mehr selber Auto fahren kann und die Eisenach wächst, und das ist auch gut so, wir sind eine von 3 Städten in Thüringen, die demografisch nicht nur stabil ist, sondern die wächst. Aber, und ich will das auch der Ehrlichkeit halber dazu sagen, wir wachsen durch den Zuzug von über 65-Jährigen. Und nehmen Sie es mir nicht übel, ich schätze jeden ausdrücklich und ich freue mich über jeden, der altersweise hier durch die Stadt läuft. Aber wir müssen doch nicht die Augen davor verschließen, dass das überdurchschnittlich mit Kosten verbunden ist und dass das überdurchschnittlich eine Infrastruktur braucht, die eben für eine Stadt mit Kosten verbunden ist. Okay. Und lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen kann sich der Wartburgkreis ausgesprochen freuen, dass er seine Sozialhilfekosten bisher in die Stadt Eisenach verschoben hat. Und das ist er, das kann ich nachweisen.
Und jetzt zu sagen, jetzt sind wir so wahnsinnig solidarisch, dass wir die Kosten, die wir die ganze Zeit schon hätten mittragen müssen, jetzt für euch mit übernehmen. Also nehmen Sie es mir nicht übel, an der Stelle dreht sich mir der Magen um. Fertig. So. Wir merken, in Eisenach ist viel Redebedarf und die Menschen reden gerne und ausführlich. Trotzdem möchte ich Sie bitten, kurz zu halten. Ich gehe weiter ins Publikum. Ich würde gerne darauf noch reagieren, weil da muss ich was gerade stellen. Ja. Also die Darstellungen von Frau Wolf sind im Ergebnis korrekt, kann ich überhaupt nicht widersprechen. Aber die Ursachen dafür sind doch ganz andere. Sie haben im Prinzip beschrieben, warum Eisenach und Wartburgkreis zusammengehen müssen. Und da sind wir ja einer Meinung. Ja. So, derweil hat aber in Erfurt, und das begann auch unter der CDU-Regierung bereits, unter Finanzminister Dr. Voss, ein anderer kommunaler Finanzausgleich Einzug gehalten. Und der Wartburgkreis hat 11 Millionen Euro 2015 und 2016 abgezogen bekommen, genau für diesen Zusammenhang. Also wir haben eine Situation, die hier auf dem Marktplatz relativ schwierig darstellbar ist. Fakt ist, der Wartburgkreis leidet am Ende unter finanziellen Schwächen, die wir Erfurt zu verdanken haben, genau vor dem Hintergrund der sozialen Verschiebungen. Und wenn wir Kreis und Stadt wieder zusammenbringen, denke ich mal, gibt es den Ausgleich. Und die effiziente Verwaltung der Stadt Eisenach ist auch der Tatsache zu verdanken, dass sie eben nur nicht ganz kreisfrei ist. Der Wartburgkreis hat seit Bestehen, und das ist einmalig in Thüringen, mit mehreren Behörden auch für Eisenach mitgewirkt. Und deswegen ist die Statistik für die Stadt Eisenach im Vergleich zu anderen Städten besser. Ich habe aber eine Bitte. All diese Dinge tragen nicht dazu bei, dass wir am Ende das große Ziel nicht verfolgen. Das wäre fatal. Wir sollten diese Dinge mal verlassen und uns so zusammenraufen, wie wir es eigentlich die ganzen Jahre gemacht haben, Frau Wolf. Das lief nämlich hervorragend. Und wenn wir das Ziel weiter verfolgen, ist es am Ende zum Nutzen von Bad Salzungen, Wartburgkreis und Eisenach. Das wäre meine Bitte. Ja, ich habe. Ja, dann komme ich zu Ihnen. Ja, Sie kommen auch noch. Entschuldigung. Mein Name ist Rainer Kopp. Ich bin seit 2000 Bürger der Stadt Eisenach. Vielleicht hört man es, ich komme aus Württemberg. Okay. Das, was hier argumentiert wird von beiden Seiten, das haben wir in den 90er Jahren schon gehabt, die Gemeindereform. Und das war die, was die Bürgermeister alles anführen, diese Argumente, das ist so ein Déjà-vu, war alles schon. Aber jetzt, ich habe noch sehr viele Kontakte zu meiner Heimatstadt. Ich lese die Zeitung täglich, egal. Diese Gemeinden, die damals geredet haben, was sie verlieren, die haben im Grunde genommen gar nichts verloren. Die sind in ihrer Eigenständigkeit geblieben. Die haben Ortschaftsrat, was ein sehr wichtiges Gremium ist. Sie haben im Gegenteil, es wurden Gelder hingeschüttet oder hingefahren, die sie normalerweise gar nicht hätten. Sie haben Sportanlagen bekommen etc. Was mich eigentlich ärgert, und das muss ich jetzt einfach so sagen, Herr Landrat, das Argument, dass Sie keine Bedürftigen haben und speziell keine Behinderten, die für sich selber sorgen können, das finde ich ein bisschen fies. Das muss ich nur am Rande sagen. So, jetzt komme ich zu Ihnen. Wollen Sie noch? Ja, dann los. Feuer frei. Gleich an den Landrat Krebs. Ich frage mich nur, wie kommt es, also die erstmal nochmal anders anderen, die Gebietsreform wollen doch alle, nehme ich jedenfalls an. Wie kommt es, dass die CDU, da kann ich in Landtag hinhören, ich verfolge es nun sehr gut, ja, der sogenannte Mohring, ja, ich habe einen anderen Namen für, will ich aber hier nicht nennen, dass die partout gegen jedes Ding, was neu kommt, ja, und so werden die Menschen aufgeputscht. Seid ja dagegen, ja, seid ja dagegen, ihr verliert so viel hinterher. Wir haben gerade das Gegenteil gehört, ja. Warum sagt der Landrat nicht, wir arbeiten zusammen, ich höre immer, Sie arbeiten gut zusammen mit Frau Wolf, kann man auch gut zusammenarbeiten. Nur, ich habe so ein dummes Gefühl, ja, dass Sie hintenrum dagegen arbeiten, ja, und eins muss ich noch sagen, die Gebietsreform hat ja auch den Sinn, auf Einsparungen
Also Einsparung heißt, da braucht man nur in die Wirtschaft zu gucken. Jeder Betrieb, jeder Konzern, wenn der einspart, bleibt am Ende was übrig. So, und so, soll das, so wird es auch hier auch werden. Habt ihr alle Angst um die Posten? Ja? Ja, danke. Ja, Herr Landrat. Also, auf diese Inhalte antworte ich gerne. Zunächst mal, lieber Herr aus Baden-Württemberg, Sie haben das gemeint, es sei fies, dass ich behaupte, es gäbe keine Behinderten oder Ältere, habe ich nicht gesagt, sondern im ländlichen Raum des Wartburgkreises, lassen Sie mich bitte ausreden, habe ich die wunderbare Situation, dass ich dort noch mehr Generationen in einem Hause habe, wo sich die Familien untereinander helfen können. Das ist einfach in Dörfern, das ist deutschlandweit so, stärker ausgeprägt als in Städten. Und deswegen gibt es einen Unterschied. Ansonsten haben wir im Wartburgkreis genauso ältere und behinderte Menschen wie in der Stadt Eisenach. Für die Stadt hat sich es jetzt nur polarisiert, weil auf die Fläche der Stadt bezogen ist natürlich gegenüber dem Kreis mehr. So, und wenn die Kreisgrenze, damit meine ich die Stadtgrenze Eisenach, fallen sollte, dann denke ich mal, haben wir doch einen wunderbaren Ausgleich der Kosten. Und dann hoffe ich auch, dass man in Erfurt einen kommunalen Finanzausgleich konstruiert, der allen Beteiligten, sowohl den Städten als auch den Landkreisen, eine Zukunft sichert. Das ist das Problem, nichts anderes. Also ich hoffe, das Fiese habe ich jetzt etwas entschärft. Und die andere Frage zu dem Thema Gebietsreform, lieber Bürger aus Eisenach, nehme ich mal an, Herr Schäfer. Wunderbar, dass Sie das angesprochen haben. Der Wartburgkreis hat mit der Stadt Eisenach bereits vor Beginn der gesamten Aktion Gebietsreform 2012 begonnen, Gespräche zu führen. Leider war das vor 2012 mit der früheren Stadtführung hier in Eisenach nicht möglich. Ich habe immer gesagt, die Einführung der Kreisfreiheit der Stadt Eisenach in den 90er Jahren war ein großer Fehler. Und das ist das, was uns beide verbindet, dass wir jetzt im Prinzip das wieder zusammenführen, was zusammengehört. Also wir sind dort sehr pro Gebietsreform eingestellt und da interessiert mich eine Auffassung in Erfurt, egal von wem, überhaupt nicht. Ich bin hier für den Landkreis, für die Region vor Ort zuständig. Und wenn Sie in die Gemeinden gucken, dann ist etwas Besonderes, was die meisten auch nicht wissen. Seit 1990 hat es 20 Gemeindegebietszusammenschlüsse gegeben. Also die Gemeinden selber waren immer sehr daran interessiert, zu gucken, wie sie sich weiterentwickeln. Und da haben auch Posten überhaupt keine Rolle gespielt. Ich bin immer wieder überrascht gewesen, wie Bürgermeister auch selber Abstand nahmen von ihrer Funktion, damit auch das große Ganze gelang. Vielen Dank. So, noch einen Nachtrag. Ja. Also nochmal zu den Posten. Da geht es mir nicht um die Posten von einem ehrenamtlichen Bürgermeister. Ja, mir geht's um eure Posten. Ja, so, noch eins. Sind alles Ältere hier, die haben damals wahrscheinlich, naja, aber viele Ältere, die Gebietsreform 1995 oder wann das war, mitgemacht haben. Was war denn das für eine Schieberei durch die CDU? Okay. Da war der Vogel, da war der Althaus, da war später die Lieberknecht oder wie sie alle heißen. Ja, die haben das so gemauschelt, dass Eisenach als Trost kreisfrei wird, ja, und die anderen, stellt euch doch mal vor, die Stadtgrenze geht bis Madlungen und 1 Kilometer weiter Krauthausen, das ist nicht mehr drinne, ja. Das hat okay, also die Situation nehme ich zur Kenntnis. Ich denke mal, wir drei waren damals in keinster Weise in politischer Verantwortung, aber ich will mich nicht aus einer Antwort rausstehlen. Auch 1994 hat ein Thüringer Landtag gespeist durch verschiedene Fraktionen die Entscheidung getroffen. Und das, was ich weiß aus dieser Zeit, damals war ich noch relativ jung, war einfach, dass mehrere Parteien und Fraktionen auch sich die Dinge so zurechtgelegt haben und entwickelt haben. Und seit 1994 ist auch mein Vorgänger im Amt, Dr. Gaspari, immer öffentlich im Wort gewesen, hat gesagt, die Kreisfreiheit Eisenach ist ein riesiger Fehler und er hatte recht. Ja, von ihm weiß ich das und ich habe das auch sofort übernommen, als ich Landrat wurde, weil es ist so gewesen. Und verstehen Sie mich recht, deswegen suche ich jetzt den Weg zu einem Oberzentrum. Frau
Wolf, ich habe den Antrag auf Oberzentrum noch nicht vernommen. Ich bin Präsident von der Planungsgemeinschaft von Oberhof. Suhl liegt der Antrag vor. Von Suhl ist er nicht von Eisenach ist er nicht bekannt. Also bitte nachholen, denn ich weiß es bislang nicht. Dankeschön. So, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ich würde sagen, wir können noch zwei, drei. Die Glocken sagen uns, unsere Stunde ist um. Aber wir haben hier noch jemanden. Gibt es sonst noch jemanden, der zu Wort kommen möchte? Ja, okay, da sagen wir Sie drei noch, eine nach dem anderen. So, mein Name ist Spieß. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein kurzes Statement abzugeben. Ich bin sowohl Bürger von Fachach gewesen, lange Jahre, also somit auch im Wartburg, im Kreis Bad Salzung ansässig und seit 72 Bürger von Eisenach. Ich möchte, meine Meinung ist, Bad Salzung hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Das sollte man anerkennen und sich auch darüber freuen. Ich freue mich persönlich auch, dass es eine so schöne Stadt ist. Ich hatte oft Gelegenheit, das auch selbst zu sehen. Ich denke aber, dass Eisenach diese Folgen der Kreisfreiheit stark zu büßen hat und meiner Meinung nach ist, Eisenach gehört wieder als Kreisstadt und ein starkes Umfeld und eine starke Stadt befruchten sich gegenseitig. Das geht aber nur, wenn Eisenach Kreisstadt ist und nicht wieder hinten abgehängt wird. So, noch ein kurzes Statement. Karl-Heinz Michel aus Kreuzburg. Der Frage nach dem Kreissitz, denke ich, ist im Moment nicht relevant. Und freiwillig scheint das ganz schwierig sein, zusammenzukommen. Ich plädiere auf jeden Fall dafür, dass sich Eisenach als Mittel- oder Oberzentrum nicht ausdehnt bis Kreuzburg oder bis noch weitere Orte. Okay, so und jetzt haben Sie das Schlusswort. Ich halte das fest. Ich halte das fest. Liebe Frau Wolf, mein Name ist Irmgard Kästner. Kreisstadt muss Eisenach werden. Ich habe ungute Erfahrungen mit Salzung gemacht, mit dem Versorgungsamt. Wenn ich Sie das hören, dann schütteln Sie mit dem Kopf. Das muss hierher. Und Sie müssen bleiben und kämpfen für das Gute. Nicht für Straßenausbaubeiträge. Wunderbar. Okay. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken und Sie noch einmal darauf aufmerksam machen. Sie können hier was noch gewinnen, wenn Sie noch nicht die Umfrage mitgemacht haben. Wie soll es weitergehen mit Eisenach? Beteiligen Sie sich und als schönen Nebeneffekt können Sie heute einen 50-Euro-Preis mit nach Hause nehmen, wenn Sie gewinnen oder in die Verlosung in die Verlosung mit der Schwalbe gehen. Ich möchte mich wirklich herzlich bedanken. So eine lebendige Diskussion habe ich lange Zeit nicht mehr auf dem Marktplatz erlebt mit so vielen Leuten. Das war also wirklich Respekt, Eisenacher, ihr seid wirklich klasse und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken natürlich, aber das was. Ich würde auch auf alle Fälle sagen, dass wir das wiederholen zu anderen Themen. Ja. Wir haben ganz viele spannende Themen in der Stadt, Frau Wolf, das Tor zur Stadt, Brücken, Straßen, Schulen, alles Riesenthemen, Eingemeindung auch, wird uns weiter beschäftigen. Ich denke, wir werden diese Veranstaltungsreihe gern wiederholen. Natürlich. Also ich komme auf jeden Fall immer wieder gerne nach Eisenach zurück. Nicht nur, weil es schön ist, sondern weil hier eben wirklich so lebhaft und so emotional diskutiert wird und gleichzeitig doch auch sachlich. Vielen Dank dafür. Danke. Sie hörten ein Podiumsgespräch der Thüringer Allgemeinen Zeitung vom Marktplatz in Eisenach. Das Ganze wurde am Mittwoch, dem 14. Juni aufgezeichnet und es wurde kontrovers mit vielen Bürgern und politischen Akteuren diskutiert, ob Eisenach oder Bad Salzung künftig im Sinne der Gebietsreform Kreisstadt des Wartburgkreises sein wird und soll. Verantwortlich für diesen Mitschnitt ist Franziska Klemm, Wartburg Radio.